Willkommen wieder, Freunde. Ja, Viertel Nummer 3 ist fast fertig. Man erkennt, hier ist immer noch etwas leichte Luftverschmutzung. Ja, ich habe noch nicht alle Industrien von hier abgezogen. Da arbeite ich aber dran. Hier entsteht ein großer Industriepark. Ja, hier oben wird auch noch einer hinkommen. Ja, ich habe hier noch viel vor, aber einiges hat sich getan. Ich habe jetzt zum Beispiel die großen Fabriken endlich geholt. Ja, wenn man da natürlich vorher und schneller gelesen hätte, dass man die hier so easy freischalten kann. Also diese Fahrzeugfabrik zum Beispiel, nimmt ihr einfach nur hier Öl, braucht ihr dafür. 10 Stück müsst ihr hinstellen. Einfach mal kurz hinballern und dann habt ihr das Teil. Ja, also das ist für den Anfang jetzt nicht ganz so wichtig. Aber, naja, wenn es dann steht, ist doch gar nicht so schlecht. Da steht hier momentan so ein bisschen mittig drin, aber hey, hier ist mein momentan kleiner Reserve. Industriepark, der muss ich noch ordentlich ausbauen. Das muss ja alles noch. Ja, ich brauche zurzeit mehr Arbeiter. Problem ist auch, dass niemand mehr in meiner Stadt hier wohnen will, also in den Hochhäusern. Ich weiß auch nicht warum. Irgendwie ziehen immer alle aus. Keiner zieht ein. Ich müsste jetzt rein, theoretisch. Zumindest die da tauschen. Ja, ich brauche wieder Platz, um neue Häuser zu machen. Eigentlich war das hier so geplant, ich baue jetzt die kleinen Häuser hin. Ja, und dann tausche ich die immer gegen größere, dann, wenn es sein muss, aus. Und wie, ihr werdet jetzt nicht quadratisch, dann ist aber was los. So schön. So ist gut. So versuche ich hier das Ganze unter Kontrolle zu halten. Apropos, das ist aber das ist alles richtig. Ja, aber da muss der auch noch mit. Zack. Erst die Häuser abreißen, sonst wird es garantiert nicht so, wie es haben will. Ja, ich lebe hier wirklich meinen Fetisch komplett aus. Wenn ich es dann mal hinkriege. Ja, das zählt auch für die Industrie. Ihr könntet hier stundenlang zugucken, wie ich hier die ganze Zeit einen auf den mache. Na, keine Industrie. Keine Industrie. Ich meine, hier in den Ecken dürfen die Lager ruhig stehen. Ah, hier haben wir eine Fertigungsfabrik für Nahrung. Die brauchen wir. Was ich an Nahrung verbrauche, ist ja der Hammer in der Statistik. Produktion, Nahrung. Da, hier also Getreide. Bam. Ich meine, Nahrung brauche ich. Das ist. Hier die Statistik liegt so weit hinten. Das ist ja unglaublich. Da können wir nichts mehr. Nichts mehr tun, da sind wir verloren und ohne Kurs. Ja, und so viel Getreide habe ich gar nicht, ne? Also wenn ich auf meine Karte gucke. Also ich brauche ja jetzt noch das Doppelte an Getreide. Hier hinten bin ich ja gerade dran. Hier unten sind alle außerhalb, den kriege ich noch. Da kann ich noch zwei hinsetzen. Da so zwei, drei. Hier den einen können wir noch nutzen. Ich glaube, da drüben können wir auch noch ein bisschen. Und hier haben wir noch die Ecke und dann war's das. Und wenn wir wollen, können wir noch hier diese kleine Insel da nutzen. Vielleicht mache ich da auch nochmal einen auf. Terraforming, sprich Landgewinnung, dass ich da das auch noch hinkriege. Gut, dann habe ich hier oben Wasserschaden. Ja, das liegt daran, dass das Wasser immer höher steigt. Das ja da, das läuft. Aber auch nur, weil die Dinger. Ja, das ist hier mein Spezialprojekt. Das muss man nicht verstehen. Muss man nicht. Ist halt so. Na, ich teste hier aus, wie sich das mit dem Wasserstand verhält. Ganz einfach. So, dann stellen wir jetzt hier 1, 2, 3, 4 neue hin. Verbinden die über den Berg verbinden ist übrigens totaler. Ich will jetzt nicht sagen, ne, das Wort mit SCH, aber eigentlich schon. So. Blubbert mal. Leg los hier. Danke. Hallo? Der Ruhe der Gemütlichkeit. Wasser sieht eigentlich sehr gut aus. Wir halten uns so bei plus minus null in gelegentlichen Rahmen. Heißens oft. Er arbeitet dran. Ja. Also meine Schwierigkeit ist wirklich, wie lasse ich die Gebäude großartig aufsteigen? Also ich kann da Parks daneben knallen, das interessiert die rein gar nicht.
Da denken sie sich, ja, ist ja ganz nett. Na, alleine der ist ja hier eigentlich super umgeben. Der hat ja alles Mögliche, damit es ihm eigentlich gut geht. Gut, die Parkpflegeanlage ist jetzt egal, aber ja, wenn ich dann Park nebenbaue, wahrscheinlich habe ich zu wenig Parks, aber dann müssten hier eigentlich mehr Leute irgendwie, ich weiß nicht. Aber dafür beschweren sich meiner Meinung nach viel zu viele darüber, dass hier meistens, also Kunden fehlen hier schon, das ist der Wahnsinn. Das zeigt er mir schon seit Jahrhunderten an. Nee, normalerweise wird mir auch immer angezeigt, das ist hier zu eine hohe Miete, das kann ich mir nicht vorstellen, also tut mir leid. So, die bauen wir neu. Nein, nicht die Variante, nein. So ist schön. Guter Junge. Gucken wir nochmal bei der Industrie rein. Na, was sagst du, wenn ich hier zwei wegnehme? Mein Lieblingsspiel. Meine Beschäftigung für den Nachmittag. Lager abreißen und dafür Industrie hinsetzen. Gelegentlich kommt auch mal was Gutes bei raus, ja? Hier dieses Pecho, Michael, die Chemikalien, das kann ich nicht aussprechen. Also das ist. Deswegen, ich gebe mir da gar keine Mühe, wenn ich genau weiß, ich krieg sowieso nicht hin. Fertignahrungslager. Naja, wir brauchen zurzeit Arbeitskräfte, den Wunsch kann ich nicht erfüllen, es sei denn, ich ziehe von hier unten von meinen kleinen Dörfern hier. Hier stehen nur kleine Einwohnerhäuser, denen geht es auch richtig gut. Ja, also die haben hier auch Stufe 3. Keine Ahnung, warum die Stufe 3 sind. Die haben hier zum Beispiel keinen Park und sind Stufe 3. Ja, ich meine, das ist schön ländlich hier und alles ganz toll. Und hier drüben, das ist ein bisschen luxuriöser. Hier gibt es auch einen großen Park. Ja, den Leuten geht's gut. Hoffe ich. Ja, und da bewegt sich das auch nicht wirklich mehr mit dem Wohlstand. Ja, die haben hier noch extra schöne große Häuser und so. Hier sollte eigentlich hauptsächlich Holz stehen. So richtig klappt das auch nicht. Ich habe mir mal Mühe gegeben. Der muss da stehen bleiben, einfach nur, weil er das Zeug herstellt. Ja, ich meine, bis zum Öl ist ein bisschen weit, aber hey. Ja, hier drüben haben wir noch Eisenerz. Meine Universitäten. Ich habe ja schon die eine große medizinische Universität. Die muss auch irgendwo außen stehen. Also wird nicht funktionieren, dass ich die hier in die Mitte bekomme. Ja, also bei aller Liebe, ich bin gut im Bauen, aber das Ding müsste dann unendlich groß sein, damit das hier funktioniert. Könntest du das bitte in einem? Ich habe Zeit. Ja, also so reiße ich hier ständig Häuser ab. Ist ein bisschen sehr, sehr viel Kleinvieh, was ich hier machen muss. Damit das hier funktioniert. Ja, keine Ahnung. Vielleicht sind die Leute einfach bei mir. Ich gehe davon aus, dass sie zu reich sind. Weil jeder will hier sein eigenes privates Häuschen haben und die Nummer läuft nicht. Da wohnt hier überhaupt irgendeiner, der arm ist. Hier ist es egal, wenn ich anklicke, alle sind reich. Ja. Gut. Und wenn sie nicht reich sind, ziehen sie halt aus. Liegt das jetzt daran, dass die Steuern zu niedrig sind? Ich kann mir das nicht vorstellen, dass bei mir die Steuern zu niedrig sind. Guck mal, die sind doch bescheiden. Das sind alles Pennerwohnungen. Da dürfen die auch gerne drin wohnen. Ha, ich könnte jetzt hier hinten auch nochmal so ein Pennerviertel aufbauen, aber eigentlich ist doch egal, wo das Ding steht. Ja, ich kann es hier hinten hinstellen. Da wird jetzt eh keiner einziehen. Und da steht er relativ weit auswärts hier. Gut, ah ja, und dann habe ich immer das Problem mit meinem Gewerbe. Das ist auch immer so ein Highlight. Ich denke immer, viel hilft viel, weißt du? Dann nimmst du dann einfach den großen und knallst den irgendwo hin. Nee. Na, ich stelle hier einfach dann in so ein Gebäude hin, dann merke ich, das wächst gar nicht. Ja, und dann mache ich einen auf den hier und dann merke ich, oh, wow. Und dann geht auch die Tabelle runter. Ja, also du brauchst auch eine gewisse Anzahl von kleinen Läden. Ja, gut zu wissen. Habe ich mir gedacht, aber wäre schön gewesen, wenn man das vorher gewusst hätte. Jetzt muss ich hier alles vollbauen, oder wie? Habe ich ja gar keinen Bock drauf. Hier ist alles voll. Ich kann nicht mehr. Ja, naja, da drüben. Hier kann ich noch was hinstellen. Hier ist okay. Fünfer-Variante würde gehen. Fünfer-Variante ist okay, weil hier kommt auch noch ein Dings hin. Hier stehen Häuser. Das ist alles voll. Ja. Naja, aber Gewerbe ist erstmal wieder auf Null. Ja, also diese Anzeige ist echt irreführend. Manchmal viel, manchmal wenig, manchmal gar nichts. So wie es ihm, glaube ich, beliebt. Die mobben mich hier so ein bisschen. Könntest du das hier mal voll machen? Das ist ja. Also, das ist. Oh, der macht das mit Absicht. Der ärgert mich. Damit kann ich leben. Wenn wir das hier auch besser hinstellen, gucke mal. So ist doch gut. Warum nicht gleich so?
Ja, hätte noch ein bisschen Seiten verkehrt, wäre mir egal gewesen, ob das funktioniert. Na? Also es ist wirklich eine Heidenaufgabe, hier das zusammenzuhauen. Dann brauche ich kaum Bürogebäude. Das ist auch immer so eine Sache, wo ich mich echt frage, warum. Ja, ich habe hier extra. 4 Viertel sind immer in jedem Viertel vorgesehen für Büro. Aber anscheinend baue ich das gar nicht. Baut er da jetzt oder baut er nicht? Was ich machen kann, ist da zum Beispiel jetzt einfach nochmal sagen, okay, ich baue da noch einen Park hin. Nö, wäre machbar. Ich kann das auch komplett rauslassen und hier ein so ein Häuschen, anscheinend sind die dann alle glücklich. Ja, also mit dem, ne, verstehe ich immer noch nicht ganz, wie viel du von was brauchst, aber das finde ich auch normal. Produktionsmäßig. Warte mal, das ist ja eine andere Abteilung, oder? Hier. Das gehört doch zu Dienstleistungen. Ja, Software. Da sehen wir gar nicht so schlecht aus. Ein bisschen Finanz, ist noch, aber so an sich ist erstmal okay. Geld kriegen wir genug und ohne unsere staatlichen Zuschüsse würde ich jedes Mal pleite gehen. Also ich weiß nicht, wie man hier auf den grünen Zweig kommt ohne die. Ja. Hier Mahlzeiten will keiner bei mir machen. Ja, deswegen werden die hier bei mir gefördert. Chemikalien müssten eigentlich auch. Warte mal, wir sind in der Gewerbeabteilung. Gewerbe soll da eigentlich nicht unbedingt so großartig mitstehen. Freizeit, Unterhaltung, alles auf billig gesetzt, damit die Leute hier was machen können. Ja, und hier wird dann gesorgt, dass ich dann alles irgendwie zusammenkriege. Papier ist momentan auch sehr billig. Ja, ist schon nicht so einfach. Ich könnte Getreide mal billiger machen, aber ich bezweifle, dass das was bringt. Außerdem kriege ich davon viel Geld. Hier Fertignahrung, die ist auch billig. Wir können ja mal die Fertignahrung erhöhen. Die ist teuer. Wenn wir dann das Getreide mal runternehmen, bezweifle ich ernsthaft, dass das irgendwas an unserer Produktion von Getreide machen wird. Apropos, gibt es da eigentlich ein Gebäude für? Spezialgebäude für Farmen oder so? This is Second Moon Radio Classical for the Du Modern bist für Age. Dings. Unlike most Du bist das moderns, music classical Farmer-Dings. has always been penned by Ich someone glaube, das war das sitting in front of a Milchprodukte-Dings. Nee, das ist sheet of Export, blank Industrie. paper, using only their imaginations as guides Für to a Landwirtschaft gibt es silent keinen Buff, oder wie? audio masterpiece. Was ist Now, das hier you eigentlich? sit listening at Dafür full brauche volume, ich dich sehr 70, da komme ich ja gar soul nicht ran. Na, das ist ja witzig. Also ich But kann nur noch let us das Ding not haben für weniger on Umweltverschmutzung, das dimension Treibstofffabrik. rabbit's hole. Dafür brauche ich noch A housing Produktion. shortage is driving up prices in the area. Na, das wird noch eine That's Weile right. dauern. But Daran the können wir noch threads may arbeiten. Und eventually alles look andere good. ist We've so weit been entfernt, joined today by an dass wir expert, da so schnell nicht hinkommen. Professor Nutbutter. Welcome, Professor. So a Ja. housing shortage is bad Großen for und people Ganzen. trying Habe to ich noch was move, vergessen? right? Humans are programmed to Ich design weiß nicht, wie viele certain Züge es gibt. representations Ja, within ich bin mir da nicht eighty-five sicher, wie viele Züge es gibt. which are Aktive entirely Fahrzeuge apart 15 steht hier. Also kriege ich nur maximal 15. Ja, das heißt also, wenn ich auf dem hier 2 Routen hätte, muss ich also mit 15 arbeiten. 15 Züge ist aber nicht viel. Yes, in the short term. I like the sound of But what we are discussing is the study of a statistical Ja, abstraction und wo and stelle its ich die jetzt effect hin? Auch on the alle human. erstmal Thank darüber. you, Professor. It is a question of priority. Die sind alle nur noch erst angeschlossen. Industry in the region is on the rise, and when business is doing well, that floats our boats. There's no sinking this boat, Glenda. Das kostet mir am meisten Geld. Was ist denn da noch, dass das hier nicht geht? Willst du mich hier verarschen? Da ist doch nichts. Bei dieser Verarsche hier. Ich stell das Ding jetzt hier hin. Mit was überlappe ich denn? Bin ich wieder blind? Ich bin blind. Oder ist hier Holzindustrie? Nee, davon wüsste ich was. Manchmal, ne? Weil ich sah, dass das Ding noch angeschlossen ist. Und die Abteilung. Ich nehme ihn jetzt mal mit. Nächster Versuch. Fangen wir von unten an. Ganz von der Stromleitung. Mit viel Liebe.
Du bist nicht angeschlossen, das ist schon mal gut. Du kannst hier oben bei den anderen Kohlekraftwerken stehen, wenn ich dich da noch untergebracht kriege. Stell dich auf die andere Seite hin, macht ja nichts, Hauptsache du stehst erstmal. Ja, ich habe nur einen Haufen kleiner Kohlekraftwerke. Wieso großes bauen, wenn man noch kleiner hat? Und die funktionieren ja auch. Und jetzt stehen die schon da, warum abreißen? Ich habe eh kein Geld. Ja, es ist ja alles nicht so einfach. Gut, wie kriege ich jetzt den mit dem Strom? Ach ja, ich habe hier drüben noch irgendwo eine Schiene. Ach ja, das kriegen wir. Doch, das kriegen wir. Ah, diese ganzen Stromverbindungen. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen unnötig. Aber ich habe gerne die Sachen miteinander verbunden. Ah, das ist jetzt hier die letzte Verbindung. Damit geht er rüber. Und dann fehlt mir nur noch die Recyclinganlage. Die muss auch noch irgendwo zentral stehen. Die darf aber irgendwo hinkommen und jetzt will er wieder nicht. Danke. Noch ein Stück zu weit, noch ein Stück. Stehen die erstmal alle schön nebeneinander. Laufen hier erstmal nicht weg. Schön verklickt, danke nochmal von vorne. Das ist wieder, wenn man es nicht mit Ruhe macht. Das ist jetzt hier die Recyclinganlage. Die macht doch Umwelt. Naja, gut, Umweltverschmutzung macht die auch. Ja, das ist richtig. Wir kosten uns der Spaß, das Ding umzusetzen. Aber jetzt erstmal hier hinsetzen. Ich weiß, dann qualmt es wieder hier. Auf der Abteilung, die sind momentan so bei, naja, so ein bisschen Bodenverschmutzung und es qualmt ab und zu mal, aber im Grunde genommen. Schon wieder alles kaputt gegangen. Dankeschön. Ja, nimm das Quadrat. Kann auch nicht so schwer sein. Ja. Ich habe immer noch so viel Holz. Ich glaube, so Holz ist mit Steine so, dass das baust du einmal hin und dann hast du für immer Holz. Und bei Getreide bist du halt, ne, da kannst du so viel anstellen, wie du willst. Ich meine, die laufen ja momentan nur bei 57%. Aber selbst wenn die voll laufen würden, würde das alles nicht reichen. Das reicht nicht. Ich habe hier noch Nutzvieh hin. Ja, ich meine, zurzeit fehlen Arbeitskräfte. Ich arbeite dran. Hier sind alle gerade von der Autobahn gesprungen. Sehr gute Idee. Ach, herrlich. Flughafen haben wir noch nicht. Das ist das, was ich als nächstes mit in Angriff nehme, wenn ich dazu komme. Und wenn ich genug Geld habe. Wir sind momentan sogar im Plus. Nein, das gibt's ja gar nicht. Krasser Typ. Das bei 93.000 Leuten, die hier wohnen. Na gut, ist doch erstmal schön. Ja, ich müsste jetzt ja nahezu fast alles fallen. Ja, das ist das große Kohlekraftwerk. Ich würde ja gerne das Kernkraftwerk bauen, aber da brauche ich ganz viel Wasser, ne? Was ist, wenn das kaputt geht? Habe ich dann verloren? Naja, solange die Spitzen nicht aus Graphit sind und ich den AZ5-Schalter drücke, ist alles in Ordnung. Naja, versteht jetzt natürlich keiner, der die Serie nicht gesehen hat oder sich mit Atomkraftwerken nicht ganz so auskennt. Großer Hadronenspeicher. Oh, krasser Typ. Wäre schon cool. Brauchen wir erstmal nicht. Das ist ja. Ja, das ist auch ganz toll. Brauchen wir nicht. Internationaler Flughafen, Raumfahrt. Kann ich denn die Leute zum Mond schicken oder was? Was habe ich hier noch? Telekommunikation bietet Breitband. Ja, das ist bestimmt ganz toll. Das holen wir mal. Telekommunikation, das müsste ja dann hier zu finden sein. Oh, oh! Der ist toll. Dafür haben wir sogar einen Platz. Und dann kann ich die anderen alle abreißen, oder wie? Dann brauche ich den ja nicht mehr. Das ist gut zu wissen. Wo ist er denn? Warte. Die Leute, die auf dem Dorf wohnen, die haben kein Internet. Ja, ich bitte euch. Komm, das war hier eine Arbeiterstadt. So war das jedenfalls geplant. Ich kann ja auch nichts dafür. Hier habt ihr Internet bekommen. Jetzt seid ruhig. Glücklich sein. Seid glücklich.
Irgendwo steht hier auch noch ein Türmchen. Wunderbar. Also den Turm haben sie gut eingeplant. Damit ist hier jetzt erstmal flächendeckend Internet. Da will ich auch nichts mehr hören hier. So, stell das Ding hin. Die drei Dinger können wir noch abreißen. Gut, jetzt haben wir flächendeckend Internet. Brauche ich Internet, brauche ich hier WLAN hier in der Industrie oder ist das eher so eine Richtlinie? Ist eigentlich scheißegal, oder? Ich meine, wir können das Ding, warte mal, wir probieren es einfach aus. Hatten wir hier nicht mal einen Turm zu stehen? Ja. Ja, da war was. Da hatten wir mal einen Turm. Die kriegen doch eigentlich, die haben doch Breitband. Ah, hier hinten steht da noch ein Dorf. Da ist die Abdeckung fürs Internet nicht ganz so geil. Na gut, dann kriegt ihr hier auf der letzten Ecke kriegt er das dann, okay? Kriegt er kein Haus mehr, habt ihr jetzt Internet. Das ist hier so eine provisorische Stadt, die hat gar nichts, die ist eigentlich nur da wegen dem Wasserwerk. Damit die Leute da arbeiten können beim Staudamm und so. Das sollte eigentlich so eine Bobstadt werden, aber so richtig wird das nichts. Hier wohnen ja keine, also denen geht es zwar schlechter, aber an sich geht es ihnen trotzdem ganz gut. Ja, ich hatte zwar überlegt, hier auch irgendwie ein paar Pennerhäuschen hinzubauen, aber irgendwie wird das alles nichts. Naja, so läuft das hier. Was ist da los? Also wieder ein Unfall gebaut. Das ist ja unerhört hier. Ja. Beim Ring sind übrigens die 5er Abfahrten hier extrem wichtig auf der Außen. Ja, hier habe ich es noch nicht vergrößert, weil das jetzt noch umgebaut wird. Ja, aber es läuft. Ich bin dabei. Ich hoffe, bei euch läuft es auch gut. Ich meine, durch die staatlichen Zuschüsse ist man eigentlich immer irgendwie ganz gut dabei. Hab jetzt keine Schulden. Ich hatte mal kurzfristig und so. Wie kriege ich durch Straßen mehr Geld? Wie kann ich durch Straßen Geld verdienen? Liegt das jetzt daran, dass ich jetzt hier meine Dings und meine Wumse habe? Oder ist das eher... Keine Ahnung. Ich brauche jetzt hier mittlere Häuser. Jetzt reicht es mir. Hier, zack. Mittlere Häuser. Wenn wir keine großen Hütten kriegen, bauen wir mittelgroße Hütten hin. Übrigens, da ist eigentlich die falsche Ecke. Da sollte eigentlich, glaube ich, Dings hin. Ja, weil ich doof bin. Na, sorry. Kein Problem. Ihr könnt hier drüben nochmal bauen. Und jetzt stürzt mir mein Spiel ab. Gut, Feierabend.